Wir sind jetzt in San Telmo und ja, auf diesem Platz, ja, da muss man hingehen, da kann man genießen von einem Drink mit Tango. Im letzten Video war unser erster Tag in Buenos Aires. Wir haben Steak gegessen, das Grab von Eva Perón besucht und Andy wurde fast von einem Hund gebissen. Einen schönen guten Morgen aus Buenos Aires. Ja, der zweite Tag hier in dieser Stadt. Wir haben einen kleinen Plan gemacht. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken und ich nehme jetzt mal die Karte mit und zeige euch gleich beim Frühstück, wo wir genau hier in dieser Stadt heute hingehen. Frühstück. Ja. Und für dich hier ein Ham Toast. Ich habe hier die Karte von Buenos Aires. Also das hier ist das Zentrum. Und wir sind gestern hier angefangen. Recoleta, da waren wir beim Friedhof, dann sind wir weitergefahren Richtung Palermo, da haben wir gegessen gestern und heute fahren wir Richtung diese Seite. Wir sind genau zu sein hier, das ist unser Apartment, also wir fahren hier erstmal hin und dann Richtung San Telmo und das werden wir erst besuchen und dann schauen wir mal weiter, was wir machen. Hier ist übrigens La Boca, was nicht so sicher ist. Da müssen wir gucken, ob wir da vielleicht einen Tourguide bekommen. Aber das machen wir heute nicht. Wir werden erstmal dieses Gebiet heute erkundigen. Wir werden uns heute weiter Buenos Aires anschauen und ich habe mich schon ein bisschen in die Stadt verliebt. Wir starten im Zentrum der Stadt. Ich laufe gerade über den Plaza de Mayo. Von hier aus werden wir alles besuchen. Ich weiß nicht, ob wir das zu Fuß können, weil die Stadt ist echt mega groß, aber man kann hier mit dem Übertaxi fahren. Am Plaza de Mayo liegt das alte Gemeindehaus, das Casa Rosada und die Kathedrale Metropolitana. Übrigens kommen hier seit dem 30. April 1977 jeden Donnerstag die Mütter des Platzes der Mai-Revolution her, um gegen das Unrecht des Verschwindenlassen zu protestieren. Von 1976 bis 1983 wurde Argentinien von einer Militärjunta regiert. General Videla sorgte dafür, dass politische Gegner verschwinden und ermordete fast 30.000 Menschen. Wir machen eine kurze Pause im Café Tortoni. Ich weiß nicht, warum es so bekannt ist, aber das werde ich gleich mal googeln. Auf jeden Fall hat man hier fantastische Torten und guter Kaffee. Café Tortini ist bekannt, da viele Bekannte tatsächlich ein Stück Torte hier gegessen haben. Dazu gehören unter anderem Hillary Clinton, Albert Einstein und natürlich Andy Tichler. Wir laufen gerade durch den Mercado San Telmo. Das hier ist ein, ja, überdachter Markt. Hier kriegt man echt alles. Gemüse, Handtaschen, aber das Beste von allem, hier kriegt man sehr leckeres Essen. In der Mitte haben wir so kleine Tapas-Bars. Und jetzt die Frage, Andy, hast du Lust auf Tapas? Ja, immer doch. Mercado San Telmo ist ein Paradies für Feinschmecker. Es ist aber nicht nur wegen des Essens bekannt, sondern auch wegen seiner antiken Läden. Möchte man Tapas haben oder irgendwelche kleine Gerichte aus der ganzen Welt, muss man nach San Telmo. Wir sind quasi in der Schweiz und haben Raclette, also Rösti, mit Käse und Champignons bestellt. 1897, da wurde das Mercado San Telmo geöffnet und seitdem kommen täglich viele Menschen hier zusammen in Buenos Aires. Seit den 90er Jahren wurde San Telmo langsam das touristische Zentrum von Buenos Aires. Unter anderem Bars und Restaurants, die speziell ihre Tango-Shows für Touristen hier haben, befinden sich hier. Wir sind jetzt in San Telmo und ja, auf diesem Platz, ja, da muss man hingehen, da kann man genießen von einem Drink mit Tango. Hier wird fast jeden Tag Tango getanzt und am Sonntag ist hier ein Markt, der noch ein bisschen größer ist. Da hinten ist ein kleiner Markt, aber am Sonntag ist hier richtig ein großer Markt und da wird noch mehr Tango getanzt. Ein Tango ist für uns schon eigentlich fast genug. Thank you.
Tango kommt aus Buenos Aires. Das sagen die Argentinier. Die Uruguayaner sagen, no, 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 no. Tango kommt aus Montevideo. Hä, sagen die Argentinier. Habt ihr das auf Video? Nein, Quatsch jetzt. Aber Tango weiß man nicht ganz genau, wo es herkommt. Auf jeden Fall ist Buenos Aires zusammen mit Montevideo die Hauptstadt der Tango-Musik. Und hier in San Telmo kann man, wie gesagt, jeden Tag den Tango genießen. Also ich laufe gerade noch immer durch San Telmo und muss ehrlich sagen, dieses Viertel hat alles, was Buenos Aires haben muss. Tango, schöne Cafés, gute Restaurants und es ist gar nicht weit bis zum Meer. Im Osten der Stadt liegt Puerto Madero, der Hafen von Buenos Aires. Das Hafenviertel ist neu renoviert und ist daher ein sehr modernes Viertel. Sehenswürdigkeiten hier ist die Puerta de la Mujer, die Frauenbrücke. Sie hat sehr viel Ähnlichkeit mit der Erasmusbrücke in Rotterdam und ist sicherlich ein Foto wert. Unser Abend wird verfolgt mit natürlich Essen und wir sind jetzt in Barilla Don Julio und das ist bei Lonely Planet. Das Steak-Restaurant, wo man hin muss. Und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die das gelesen haben, weil hinter mir... Barilla Don Julio ist das Steak-Mecca von Buenos Aires. Hier gibt es die besten Steaks der Welt, von Ribeye bis Short Ribs. Und warten ist hier auch kein Problem, denn man bekommt Champagner, um die Wartezeit zu versüßen. Wir haben ein bisschen gewartet. Wie gerade schon gesagt, sind wir im klassischen Barrio-Restaurant, das Don Julio heißt. Und das hier ist die Nummer 1 von Buenos Aires, laut Lonely Planet. Wir haben gerade einen Ribeye bestellt und ich habe nicht so viele Side-Dishes bestellt, also kein Pommes und Salat und so weiter, aber zwei Spiegeleier. Und ich zeige euch jetzt mal, wie groß es ist und gleich, ob es auch schmeckt. Unser Abend geht zu Ende, auch unser Vlog schön abonnieren. Wir steigen jetzt mit Uber rein und morgen geht's weiter im Flieger Richtung Iguazu. Also bis dann, ciao! Hallo, mein Name ist René Usinos von den Cappuccinos und wenn du unsere Videos cool findest, dann abonniert auf unserem Kanal. Ich werde nämlich alle Länder der Welt bereisen.